Hallo, hallo, ihr Komplizen für die Sache der Menschenrechte. Und natürlich sind die Dresdner und Chemnitzer und Leipziger Amnesty-Aktiven auch hier, auch wenn wir sie gerade nicht gehört haben. Ihr seht gut aus von hier oben. Wir sind bunt, wir sind viele und ihr macht mir Mut. Und es ist gut, dass wir uns heute und in Zukunft weiter Mut machen, denn wir wissen ja, dass einige das Rad der Zeit zurückdrehen wollen. Aber wir geben die Menschenrechte, wir geben die offene Gesellschaft nicht mehr her. Wir geben sie nicht auf. Human rights are here to stay. Und wir haben es ja eben gehört, der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist ja unmissverständlich. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und nach Unterdrückung und Hass und Ausgrenzung, nach Sklaverei und dem Naziterror in den letzten Jahrhunderten, ja, da stehen wir doch heute hier, 70 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auch für diese große Idee. Eine Idee, die jeder und jedem von uns unteilbare Menschenrechte verbrieft. Und damit auch garantiert, dass wir frei sind, mit wem und wie wir leben möchten. Sie erlaubt uns darauf zu vertrauen, nicht versklavt oder nicht gefoltert zu werden. Und Menschenrechte erlauben uns auch offen zu zeigen, was wir denken, lesen, wen wir lieben oder aber auch gerade zu entscheiden, das für uns zu behalten. Was für eine großartige Idee. Aber wir wissen auch, und der US-amerikanische Bürgerrechtler Arthur Philip Randolph hat es mal so gesagt, Freiheit wird niemals gewährt, sie wird errungen. Gerechtigkeit wird niemals erteilt, sie muss gefordert werden. Und das Gleiche gilt für die Menschenrechte. Viele Menschen haben sie unter großen Opfern erstritten, erkämpft. Und wir lassen sie uns nicht mehr wegnehmen. Und wir werden auch nicht erlauben, wenn einige versuchen, sie anderen, ob es Geflüchtete sind, People of Color oder Moslems, in unserer Gesellschaft wegzunehmen. Und Millionen von Menschen stehen mutig für die Menschenrechte ein, ob heute hier auf der Kokka-Wiese, ob in Hongkong, in Brasilien oder auf den Straßen von Venezuela und Polen. Und das macht den Unterschied, dass wir sie nicht mehr hergeben werden. Aber lasst uns, es geht ja auch um die Herausforderungen der Zukunft, und so sehr das gilt für hier und für überall weltweit und für jetzt, so muss das auch für morgen gelten. Und ich möchte anschließen, was Caroline gesagt hat, lasst uns nach vorne schauen. Da geht es um mehr als die Menschenrechte nach hinten, sondern auch nach vorne zu verteidigen. Millionen von uns und viele mit euch gehen für Fridays for Future, für eine klima- und umweltschonende, moderne Gesellschaft auf die Straße. Wenn wir aber über die Gesellschaft von morgen reden, dann reicht Klimaschutz und Umweltschutz nicht. In Zeiten in einer globalisierten Welt, wo viele ärmer und einige reicher werden, in einer digitalen Moderne mit Überwachung, künstlicher Intelligenz und weitgehender Vernetzung, müssen wir dafür eintreten, dass die Menschenrechte die Grundlage für unsere Gesellschaft von morgen sind und bleiben. Die Gesellschaft, die wir uns für uns und für unsere Kinder wünschen, schützt die Umwelt und unsere Lebensgrundlagen, ist sozial gerecht und achtet und schützt auch die Menschen und garantiert die Menschenrechte. Deshalb, Caroline hat auch eben von Utopien gesprochen, lasst uns weiter gemeinsam an dieser Utopie arbeiten, denn nur wenn wir für sie eintreten, kann sie Realität werden. Lasst uns deshalb, so wie heute hier, laut und deutlich die Stimme gegen Rassismus und Ausgrenzung und für eine Zukunft mit Menschenrechten für alle erheben. Bleibt mutig!